Okay. Er war AFK, nice. Er hatte 4 First Aid Kills und noch ordentlich Schuss hier dabei. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde H1Z1 Battle Royale und sind mal wieder alleine hier am Stüssel, Freunde, und fliegen direkt links rüber, damit wir Richtung Villa laufen können. Da finden wir auf jeden Fall Autos, dies, das. Und ja, schauen wir mal, dass wir wenigstens über den Berg hier kommen, so möglichst weit. Wir sind jetzt schon C3 gleich, glaube ich. Jetzt, ja. Das ist schon mal nice. Da hinten irgendwo ist auch die Villa. Da müssen wir dann halt hinlaufen, ne? Nord-Nordwesten, glaube ich. Das sollte sich ausgehen erstmal. Klopp. Das Gute ist, wir werden am Anfang definitiv nicht direkt sterben. Ja, was gibt's Neues? Erstmal danke für das riesige Feedback gestern und vorgestern auf die Folgen. Die Folgen hatten beide über 100 Views. Ich glaube, die von gestern hat mittlerweile schon über 200 Views. Das ist echt krass. Habe auch, glaube ich, 20 Abonnenten dadurch gewonnen. Alles durch einen Kommentar bei PietSmiet, wo ich kommentiert habe, falls ihr Tipps braucht, meldet euch. Ich habe bereits über 100 Folgen, womit ich gar nicht Werbung machen wollte, um das mal hier zu entkräftigen. Sondern eigentlich wollte ich damit nur sagen, ja, ich habe schon über 100 Folgen. Ich lade meistens nicht so Crap-Folgen hoch. Manchmal lade ich auch schon noch Crap-Folgen hoch, aber meistens nicht. Weil, ja, wenn ich nach 10 Minuten tot bin, lösche ich es halt einfach. Aber damit wollte ich halt sagen, dass ich schon ein bisschen Ahnung von dem Spiel habe. Wie ihr jetzt auch wieder merkt, dass ich zu Villa laufe zum Beispiel. Und ja, ich weiß nicht, wie viele andere zu Villa laufen würden am Anfang. Da kommt, glaube ich, kaum einer drauf. Deswegen ist da auch immer so wenig los. Deswegen findet man da auch immer ordentlich Zeug. Und die Autos stehen ja sowieso. Das weiß auch kaum einer. Deswegen, ja, wollte ich damit eigentlich nur sagen, dass ich relativ viel Ahnung von dem Spiel habe und die Tipps wirklich ernst zu nehmen wären. Ein paar habe ich da ja dann auch noch in die Kommentare geschrieben. Ich werde es auch, glaube ich, wieder so machen, dass ich die Tipps diesmal einfach in die Kommentare schreibe. Auch wenn die dann wahrscheinlich nicht so viel Beachtung kriegen, dass halt einfach, ja, keiner sagt hier, ja, cool, schon wieder der, keine Ahnung. Ist die Villa da hinten? Oder bin ich gerade blind? Muss, glaube ich, darüber ein Stück. Ja, ich glaube, da hinten hinter den Bäumen. Okay. 94 sind es gerade schon, nur noch 93. Ah, da ist die Halle. Ich sehe sie. Okay, alles klar. Aber ich werde es auch wieder so machen, da weiter Kommentare schreiben. Aber diesmal halt direkt mit dem Tipp, wenn die nächste H1Z1-Folge von PietSmiet online ist. Da schreibe ich dann halt die Tipps zur Folge rein. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch mal einen Daumen nach oben da lasst, damit das auch vielleicht mal von Pete gesehen wird oder von Jay oder von Bram oder keine Ahnung, wer da in der Folge dann dabei sein wird, weiß ich nicht. Ja, dass die das auch sehen und die Tipps vielleicht mal beherzigen können, weil ich will ja den Leuten nichts Böses. Ich will ja nicht, dass die irgendwie, keine Ahnung. Aber ich mag es halt, wenn die Leute besser werden, weil dann habe ich auch bessere Gegner. Im Zweifel, falls sie in meiner Lobby mal sein werden, was ich einfach mal bezweifle. Aber kann ja passieren. Und dann habe ich bessere Gegner und dann macht es auch allen mehr Spaß, ne? Hier steht jetzt nur ein Jeep, sonst nichts. Fahren wir mal hoch. Holen wir uns mal oben die Autos und die Waffen. Hui. 75 sind jetzt schon nur noch, sind viele gestorben am Anfang direkt. Ich nicht. Ich lebe noch. Ganz entspannt. Okay, hier oben steht kein Auto. Vielleicht steht hinten noch was. Ein Quad steht auf jeden Fall hinten. Vielleicht steht auch der andere Jeep noch hinten. Ne, nur ein Quad. Okay, dann nehmen wir den Jeep gleich. Fahren wir den schon mal wieder in die Richtung. Nehmen wir erstmal die Sparkplugs raus. Einfach damit mir den hier keiner wegklaut. Und dann gehen wir mal looten. Hoffentlich finden wir einen Rucksack. Das ist immer hier so das einzige Manko an dem Haus, dass es hier kaum Rucksäcke gibt. Hier finden wir erstmal, oh, eine AK, Freunde. Nice, geht schon gut los auf jeden Fall. Hier ist auch ein Rucksack. Das ist auch nice. Sogar der große, Freunde. Sind das gute Schuhe? Gucken wir mal. Und Blue Conway Sneakers, Freunde. Die guten Schuhe, weil die Schuhe sind ein bisschen schneller. Gehen wir mal in den Keller. Das hat sich gereimt, ne? Die Schuhe sind schneller. Gehen wir mal in den Keller. Ich sollte Gangster-Rapper werden. Hier haben wir eine Shotgun. Nicer Dicer. Da liegt noch eine AK, glaube ich.
Und noch eine. Alter. Freunde. Ich sage, das Haus hat's drauf. Das hat sich auch wieder gereimt. Das Haus hat's drauf. Ich sollte echt Gangster-Rapper werden. Aber jetzt habe ich die AK auch noch mitgenommen. Die kann ich hier liegen lassen. Brauche ich nicht. Nur die Moon nehme ich mit. Gucken wir mal oben, was oben noch auf uns wartet. AR brauche ich nicht. Noch eine AK. Freunde, was ist denn da los? Die AR-Moon nehme ich aber trotzdem mit, damit die kein anderer nimmt einfach. Hier auch wieder die AR-Moon mitnehmen. Gucken wir mal hier noch. Bögen. Mir hat ja einer geschrieben, ob ich mal eine Bogen-Challenge machen kann. Das werde ich vorschlagen für morgen, also für die morgige Aufnahme. Dann nehmen wir immer, ich nehme gerade am Freitag auf, morgen ist Samstag. Dann nehmen wir immer mit mindestens 4 oder 5 Leuten auf, je nachdem wer gerade so Zeit hat. Und da werde ich das vorschlagen, dass wir das da mal in einer Runde machen. Einfach damit jeder diese Challenge hat und nicht nur ich. Für heute habe ich mir gedacht, fangen wir erstmal mit einer AK an. Das wäre ganz cool, dachte ich mir. Besonders wenn ich welche finde, die ich sonst eigentlich fast nie finde. Hier nehmen wir noch den Sprit raus, zack. Und dann sind wir hier auch schon fertig mit dem Looten. Gehen wir noch unten zur Halle kurz, gucken da noch, was da los ist. Ah, jetzt muss ich hier wieder Sparklacks rein. Ist klar. Das packen wir hier runter. Dann können wir die beiden Dinger zumachen. Das packen wir auch hier runter. Ne, das packen lassen wir oben. Das packen wir runter. Dann packen wir das wieder nach oben. Das nach unten. Dann können wir das nämlich auch zumachen. Brauchen wir nicht mehr. Das packen wir einfach im Kofferraum. So, dann haben wir nur noch das Wirkliche, was heilt halt da. Und das andere. Ja, was gibt's sonst so Neues? Ich habe jetzt zwischendurch auch mal ein paar Folgen gezockt ohne Aufnahme. Da haben wir auch eine Teamfolge gewonnen mit Tortu und dem Noob. Hier habe ich gestern gespielt, am Donnerstag. Ich gehe mal hier unten noch schnell looten. Was gibt's denn hier? Okay, die Safe Zone ist am Arsch der Welt. Mich wird hier also keiner stören. Das kann man schon mal so sagen. Beim Looten ganz entspannt. Gucken wir mal, was es hier so rumliegt. Ich glaube, ich habe gerade schon Shotgun Moon aus dem Augenwinkel im hier gesehen. Hier vorne rechts. Ne, das war falsch gesehen. Aber sah so aus. Keine Ahnung. Hier ist aber echt nichts Gutes. Gucken wir mal drüben, ob da irgendwie was Gutes liegt noch. Wenn nicht, fahren wir einfach weiter. Passt dann schon. Hier hinten vielleicht irgendwo. Nein. Hier hinter. Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal Richtung Safe Zone, ne? Gucken wir mal, wohin wir können. Wir könnten noch... Okay. Ja, fahren wir erstmal ein Stück und gucken dann, wofür wir uns entscheiden, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall müssen wir erstmal fahren nach Osten, um genau zu sein. Nie ohne Seife waschen. Ihr kennt es ja mittlerweile, Freunde. Zumindest erstmal nach Osten und dann mal gucken, ob wir dann auch irgendwie nach Süden noch fahren oder nicht. Ich glaube ja, wir müssen noch ein Stück nach Süden. Aber das passt dann schon, also das Gas kommt in 3 Minuten, wir haben alle Zeit der Welt quasi. Und ja, von daher passt das, denke ich. Ja, was gibt's sonst Neues? Keine Ahnung, nichts eigentlich. Alles beim Alten. Ja, danke übrigens auch für 1800 Abos. Ich bin ja nie der Typ für Abo-Specials, aber ich wollte einfach mal Danke sagen, dass ihr mich so fleißig abonniert habt. Gestern ja alleine 20 Abos oder sogar noch mehr. Ich habe es gerade nicht den genauen Stand, wie es gerade ist, weil ich nehme die Folge ja quasi gestern auf. Und vorgestern auch 7, obwohl ich nirgendwo irgendwie Werbung gemacht habe oder so. Das fand ich krass, die 7 Abos, die aus dem Nichts kamen quasi. Da habe ich mich auch drüber gefreut. Heute natürlich auch über die 20, die zwar nicht aus dem Nichts kamen, aber sie kamen halt auch und irgendwie, ne? Und ist ja am Ende egal, woher sie kommen, Hauptsache sie sind da. Gerade schon nur noch unter 50, Top 50 sind wir schon. Ich will aber natürlich mehr, Freunde. Ihr kennt es mittlerweile von mir. Wenn ich sage, ich will gewinnen, dann will ich auch gewinnen. Heute sage ich einfach mal, ich will gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob wir gewinnen werden, weil wir haben natürlich auch Gegner, ne? Und die Gegner wollen wahrscheinlich auch gewinnen. Vermute ich einfach mal. Weil wer verliert schon gerne, also gar keine Frage. Ich kenne keinen, der gerne verliert. Gucken wir mal, dass wir erstmal Richtung Safe Zone fahren jetzt und dann passt das. Wir fahren jetzt mal ohne Turbo gerade. Einfach weil wir es können und den Sprit nicht so verbrauchen wollen. Wir haben nicht ganz so viel Sprit dabei wie sonst.
Und ich glaube, mit Turbo verbraucht er 50% mehr Sprit. Turbo kann man über Shift machen, falls das irgendwer von euch nicht weiß. Ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, ob ich mal ein paar Tipps geben kann. Von daher mache ich das hier einfach. Turbo kann man über Shift machen. Und wenn man oben da irgendwo an der in der Nähe von Zims landet, der Baumarkt da heißt Zims, oder was das auch immer sein soll, Supermarkt, keine Ahnung, das heißt Zims. Und wenn man da in der Nähe landet, am besten Richtung Villa fliegen, weil da gibt es immer mindestens ein Auto, meistens sogar ein paar mehr. Jetzt gerade hatte ich da ein Auto und ein Quad, also ordentlich Sprit auf jeden Fall dabei. Das Quad würde ich nicht empfehlen momentan. Es gab einfach noch kein Update, was das ein bisschen stabilisiert. Das ist noch ein bisschen kacke zu lenken. Von daher ist das Quad momentan leider nicht zu empfehlen. Ihr habt das vielleicht bei mir auch schon mal gesehen. Das fährt relativ leicht um. Kommt dann zwar wieder gerade, aber wenn man gerade irgendwie vor wem wegfährt oder so und das Quad fährt um, ne, dann hat man natürlich erstmal die Arschkarte. Dementsprechend ist es kacke. Map gucken wir mal kurz. Okay, wir müssen... Fahren wir hier erstmal so hin und gucken dann, was die nächste Safe Zone sagt, ne? F4 war das jetzt, glaube ich, oder? G4. G4 wollen wir fahren. Dann fahren wir da doch mal hin. Fahren wir ein bisschen ost-südöstlich, dann passt das. Na, ah, jetzt hatte ich wieder Turbo dran kurz, weil das einfach Macht der Gewohnheit ist. Ist da vorne jemand? Okay. Er war AFK. Nice. Er hatte 4 First Aid Kits und noch ordentlich Schuss hier dabei. Und 17 Bandagen. Was hatte er noch so? AK lasse ich ihn mal liegen. Er hatte auf jeden Fall ein nices Bandana, das nehme ich noch mit. Hat er einen Helm? Oder habe ich den jetzt kaputt geschossen? Ah, den habe ich kaputt. Tactical Helm? Der hat sogar den Helm Tactical irgendwie geändert. Das ist nice. Aber der war scheinbar abgekackt oder so. Auf jeden Fall stand er da so ganz komisch. Und da dachte ich mir, ja, nimm sie mal eben mit. Habe ich die AK jetzt nachgeladen? Nochmal kurz gucken. Ja, ist nachgeladen. Beide sogar. Alles gut. Tanken wir nochmal eben, wenn wir gerade hier sind. Können wir direkt beide Tanks reinfeiern. Und dann fahren wir ein bisschen weiter. Gucken wir mal, ob wir noch mehr Gegner finden, Freunde. Das war ja jetzt ein sehr leichter Gegner. Weil, ja, der hat sich nicht gewehrt. Der wollte sich nicht wehren. Der konnte sich nicht wehren, weil er irgendwie hängen geblieben ist scheinbar. Ich wollte ihn eigentlich erst überfahren, aber dann habe ich mir gedacht, ja, knallt ihn doch ab, weil ich nicht getroffen habe mit dem Auto. Netterweise, obwohl er komplett stillstand. Mann, bin ich ein Pro-Gamer, Freunde. Kann ich nur gerne und oft wiederholen. Ich sollte jetzt gleich safe sein, glaube ich. F4 bin ich gerade über dem Fluss. Also eigentlich sollte ich schon safe sein. Ich fahre aber noch Richtung G4. Gucken wir mal, ob wir da noch ankommen. Denke aber schon, dass das nur noch eine Sache von Sekunden ist. Gucken wir mal, neues Gas braucht noch ein bisschen. Das dauert ja, wenn es gerade losgeht. Also wenn er gerade kommt, ja, hier geht los. Hier ist ein Fallschirm. Okay. Wenn er da gerade kommt, das geht los, dann dauert das noch genau 5 Minuten, Freunde. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mal nur so Tipps und Tricks in ein kurzes, knackiges Video packe für Battle Royale. Da kann ich natürlich die verschiedenen Speed-Stile dann auch ja, mal vorstellen. Es gibt natürlich den aggressiven Spielstil. Das heißt, du gehst immer direkt drauf, bist aber sehr wahrscheinlich auch relativ schnell tot, besonders als Anfänger. Da solltest du erstmal dein Aim irgendwie trainieren. Und ja, dann gibt es den defensiven Spielstil, den ich meistens fahre, zu 90% der Zeit. Wo man halt einfach irgendwo rumfährt, möglichst irgendwie sich immer, wenn man stehen bleibt, in irgendwelchen Büschen oder am besten sogar hinter Bäumen versteckt, weil Büsche auf die Distanz helfen nicht wirklich. Wenn da jemand mit einer Sniper sitzt, dann sieht er dich, sehr wahrscheinlich. Deswegen bringt es nicht wirklich was. Und ja, es gibt so Mischmasch. Meistens mache ich auch den Mischmasch. Wenn ich gerade jemanden sehe, dann schieße ich ihn auch meistens ab. Aber wenn ich jetzt keinen sehe, ist mir das auch egal. Ich bin jetzt schon H4, weil ich so viel gelabert habe in der Zeit. Gucken wir mal, warten wir mal erstmal hier ab kurz, was die Safe Zone sagt. Ich sollte hier safe sein, dass hier kein Gegner kommt oder so. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt, ne? Gucken wir mal. Dim-di-dim. Dauert noch so ungefähr 15 Sekunden, schätze ich mal. Ihr könnt gerne mitzählen. Ich weiß es aber nicht.
Eieiei, ich mache hier voll auf Pro-Gamer, ne, und stehe hier mitten auf dieser Wiese, wo mich jeder Hinz und Kunz sehen kann, ohne Deckung irgendwie, ohne Deckung überhaupt. Und ja, warte hier ab, was die neue Safe Zone sagt, die jetzt gleich kommen sollte. Die 15 Sekunden sind doch schon rum, glaube ich. Okay, die neue Safe Zone sagt, wir sollten eher runterfahren, glaube ich. Also einmal am Berg vorbei, wenn es geht. Und dann irgendwo Laumpein da die Ecke. Gucken wir mal, was wir dann so mitnehmen können, ne? Und ihr solltet euch relativ schnell einmal die Map komplett angeguckt haben. Am besten die Map-Bezeichnung gemerkt haben. Weil wenn ich zum Beispiel bei Peetsmeet immer reingucke und die sagen dann immer, ja, ich bin hier in der Stadt und was weiß ich. Und keiner weiß, wo der andere ist. Das ist halt auch so ein Hindernis. Besonders wenn man im Team spielt, sollte man auch einen mehr oder weniger bestimmen, der die Flugrichtung am Anfang sagt. Weil wenn ihr alle in dieselbe Richtung fliegt, ihr habt quasi die Spawns direkt übereinander oder so sogar. Also wenn ihr alle in dieselbe Richtung fliegt, dann seid ihr auch auf jeden Fall direkt am Stüssel. Und wenn dann jeder in Richtung Südosten fliegt beispielsweise, dann seid ihr in der Nähe. Gezwungenermaßen. Die haben sich gerade zwei gegenseitig gekillt. Ich hoffe immer, dass das mal mit den letzten dreien passiert. Also dass ich quasi Dritter bin und dann die anderen beiden sich gegenseitig abknallen und ich quasi ohne Kill gewonnen habe. Das ist mir bisher, glaube ich, noch nicht passiert. Wüsste ich jedenfalls nicht mehr. Vielleicht ja heute. Schauen wir mal. Es sind ja schon nur noch 30. Und ich fahre jetzt mal Richtung Safe Zone. Hier fahre ich gerade Richtung Süden. Wir müssen erst an dem Berg vorbei. Ich wollte jetzt nicht unbedingt über den Berg heizen, weil da oben sind natürlich auch immer Leute. Meistens auf Bergen. Deswegen haltet euch nach Möglichkeit von Bergen auch fern. Genauso wie von den Hotspots zum Beispiel am Damm. Am Damm ist immer so ein Hotspot, wo immer viel los ist eigentlich. Also ich kann nicht sagen, dass da noch nie was los war. Definitiv nicht. Am Damm am Anfang besonders, weil da weiß man, da steht ein Polizeiauto. Da weiß man, da gibt es Campingwegen mit Loot und was weiß ich. Da gibt es zwar ein bisschen Loot, aber was bringt euch das Loot, wenn ihr nach 10 Sekunden tot seid, Freunde? Das bringt euch nichts. Deswegen ein bisschen taktisch spielen. Da vorne fährt ein Auto. Ich fahre mal hinterher, ganz unauffällig. Der brennt auch schon. Mal gucken, ob er gleich anhält. Ob er mich überhaupt sieht. Ah, er wird mich hören, definitiv. Ah, ich komme nah ran. Dann kann ich ihn abknallen gleich. Fährt er dagegen? Fährt er dagegen oder weicht er aus? Nein, ich bin tot. Fuck. Ja, ich habe einen geholt. Dann bin ich gestorben, leider. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Wenn ihr mal so einen Taktik-Guide sehen wollt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war jetzt doof. Aber das ist halt so manchmal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Haut rein. Ciao.